Übrigens, Barakallahu fikum, am letzten Tag, die Abrechnung ist nur für Muslime. Für die Kuffar gibt es keine Abrechnung. Es gibt eine Einbahnstraße. Möge Allah uns bewahren. Direkt in die Hölle. Die Abrechnung für sie ist im Leben. Übrigens, wenn wir auch das Wort Kuffar benutzen oder Kafir, das ist keine Beleidigung, sondern das ist eine Feststellung, das ist Barakallahu fikum ein Werturteil über eine Sache, die wir haben. Wir sind davon überzeugt, dass Allah unser Gott ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unser Prophet ist, dass der Koran unser Buch ist. Sind die Leute damit einverstanden? Nein. Deshalb sind für uns diese Leute, die das verleugnen und die heißen im Arabischen Kafir oder Kuffar, Plural. Das ist alles. Aber dass man damit spielt, ja, wenn man sagt Kuffar, dann greift mal die Leute an oder beleidigt die Leute an oder beleidigt die Leute oder man ruft zu Gewalt oder zu Hass, das ist alles Quatsch, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die sagen auch über uns, dass wir Kuffar sind, weil wir das nicht bestätigen, was sie sagen. Wir bestätigen nicht zum Beispiel, dass Jesus Sohn Gottes ist. Wir bestätigen nicht, dass Azra Sohn Gottes ist. Wir bestätigen nicht, dass man sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala vermenschlicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي غروقا